Die Narbe von den Herz-OPs sind das, was man sehen kann. Die oft schlechten Erinnerungen sind unsichtbar. Was raten Sie den Eltern und ihren Kindern, um einen möglichst offenen, positiven Umgang mit diesen Reißverschlüssen zu bekommen? Ja, also einen pauschalen Rat gibt es hier nicht, ja, weil jeder Betroffene und jede Familie anders mit der Situation umgeht. Wichtig ist meiner Meinung nach aber erstmal auch die negativen Gefühle, die mit der Narbe in Verbindung stehen, anzuerkennen und ihnen Raum zu geben. Dies fällt vielen schwer, da in unserer Gesellschaft eben negative Gefühle leider wenig Akzeptanz erfahren. Und um offen mit der schwierigen Situation umzugehen und die Belastungen zu verarbeiten, ist es aber gerade wichtig, erstmal die schlechten Gefühle, die einfach zu so einer Erkrankung und der Behandlung dazugehören, zuzulassen. Und ein weiterer funktionaler Bewältigungsmechanismus kann auch eine zeitweise Verdrängung sein, also der Wunsch, nicht über die Narbe zu sprechen und das, was man erlebt hat. Und auch das sollten Eltern und ja, Familie und Freunde akzeptieren und nicht negativ bewerten, da eben einfach eine dauerhafte Konfrontation mit negativen und belastenden Erinnerungen auch nicht gesund ist und einem Kontrollverlust gleichkommt, den die Betroffenen ja sowieso schon immer wieder erleben durch die medizinischen Behandlungen. Und da ist das auch eine Möglichkeit, sich die Kontrolle wieder zurückzuholen. Und erst wenn das Kind selbst über das Thema sprechen möchte, ist der richtige Zeitpunkt. Und auch hier sollte jedes Gefühl zugelassen werden, eben ohne Wertung. Und positive Aspekte wie Stolz, das geschafft zu haben, das überstanden zu haben oder auch die Dankbarkeit, ja, dass man dadurch eine Möglichkeit hat, gesund zu werden und ein Leben zu führen mit Lebensqualität, kommen oft erst später bzw. oft nach der Pubertät hinzu und sollten einfach auch nicht zu früh erwartet werden. Narbengewebe ist deshalb ungünstig, weil es nicht vollständig funktional ist. Narben im Inneren unseres Körpers können zu Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen führen. Auf welche ganz praktischen Tipps sollten die Eltern zählen? Zum Beispiel Silikonpflaster, Salben auf natürlicher Basis oder ganz einfach das Herzzeichen als solches zu akzeptieren? Ja, also da die heutigen Herznarben im Vergleich zu denen von vor einem Jahrzehnt sehr fein und nur ganz selten so erhaben und wulstig sind, benötigen die meisten Kinder eigentlich keine Narbenpflaster. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. In Einzelfällen, wenn die Narbe doch sehr sichtbar ist und wirklich stört, können aber Narbenpflaster wie zum Beispiel dieses GAR-FX echt tolle Ergebnisse erzielen, wenn man das regelmäßig und über einen längeren Zeitraum anwendet. Und ja, anstelle von Akzeptanz, die sicherlich erst am Ende einer längeren Auseinandersetzung mit der eigenen Herzerkrankung steht, würde ich eher dazu raten, Konzepte zu entwickeln, wie man die Trauer und die negativen Erfahrungen sowie die Ängste, für die die Narbe ja einfach auch symbolisch steht, in das eigene Leben ja zu integrieren. Und auch hier ist wieder die wertfreie Akzeptanz auch negativer Gefühle und Aspekte der Narbe einfach zentral. Und erst wenn diese ausreichend gefühlt, ausgelebt und vor allem gewürdigt wurden, zum Beispiel durch die Eltern oder andere Familienmitglieder oder Freunde, können auch positive Aspekte wahrgenommen und auch stärker gewichtet werden. Und die Aufgabe der Eltern ist es auch hier nicht, den Kindern jegliche unangenehme Gefühle zu ersparen. Das kann man sowieso nicht und gerade auch nicht bei einer chronischen Erkrankung, sondern sie in der Angst, Wut und Trauer zu begleiten und ja zu affektvalidieren. Affektvalidierung ist halt eine psychotherapeutische Technik, die darin besteht, dass man Gefühle in einer schwierigen und in Anführungsstrichen unnormalen Situation als der Situation angemessen, richtig und in Anführungszeichen auch normal bestärkt. Bei unseren Sportangeboten, wie zum Beispiel der Segelwoche, verstecken die herzkranken Kinder anfangs oft ihre Herz-OP-Narben. Wenn Sie aber feststellen, dass fast alle herzkranken Kinder so ein Herzzeichen haben, vergleichen Sie die untereinander und begreifen, dass Sie nicht alleine mit so einem Reißverschluss sind. Kennen Sie das auch? Also aus meiner Erfahrung mit den Herzkindern jeden Alters weiß ich, dass viele versuchen, ihre Narben zu verstecken. Da bei uns auf Station im Vergleich mit einer Segelfreizeit die Narben der anderen aber jetzt nicht direkt sichtbar sind, habe ich hierzu natürlich jetzt keinen Vergleich. Aus Gesprächen habe ich aber erfahren, dass oft die Betroffenheit der anderen, wenn sie auf
Nachfrage nach der Narbe von einer Herz-OP hören für die Träger der Narben am unangenehmsten ist. Ein mittlerweile schon erwachsener Patient von uns ist deshalb sogar dazu übergegangen, von einem Haiangriff zu erzählen, um dem betroffenen Schweigen vorzubeugen und die Situation aufzulockern, wenn er danach die richtige Geschichte erzählt. Und ja, ein anderer wichtiger Punkt für viele, besonders junge Mädchen, aber auch Jungen in der Pubertät, ist es, die Ansprüche an das vermeintliche körperliche Idealbild nicht erfüllen zu können und irgendwie nicht normal zu sein. Und obwohl man gerade in dieser Phase der großen Unsicherheit und Unzufriedenheit mit sich selbst ja nichts mehr möchte, als zu genügen und normal zu sein. Und ja, hier kann sicher der Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich sein, um das Gefühl, anders zu sein, ja, zu reduzieren und sich einfach auch wohler zu fühlen, so wie es bei der Segelfreizeit dann automatisch passiert.